Hallo, ich bin Marleen. Und ich bin Isabel. Und wir möchten euch heute den Beruf des Dachdeckers ein bisschen näher bringen. Dafür fahren wir in die Dachdeckerschule nach St. Andreasberg. Jetzt stehe ich hier vor dem Internat mit rund 90 Zimmern, das 170 Lehrlinge beherbergt. Wir sind jetzt hier bei den Neubauhallen für die Lehrlinge angekommen. Hier findet die Ausbildung statt. Diese Hallen sind ca. 8 Jahre alt. Unter anderem können die Lehrlinge hier Dachstühle bauen, Mauern und Schieferplatten bearbeiten. Also neben mir steht der Trick Kramer und der ist im zweiten Lehrjahr. Ist Dachdecker Ihr Traumberuf? Nicht unbedingt, weil es ist ein anstrengender Beruf und mit den Jahren kommt man dann halt auch an die körperlichen Grenzen. Das heißt, die Knochen gehen dann auch kaputt und naja, ist nichts für die Ewigkeit, also für mich persönlich. Gibt es bestimmte Voraussetzungen bei dem Beruf? Na, man sollte schon fit sein, was in den Armen haben und auch Höhenangst sollte man nicht unbedingt haben und naja. Gibt es auch schulische Voraussetzungen? Ich habe jetzt einen Realschulabschluss, einen guten, und ja, der hat mir gereicht, um die Ausbildung zu bekommen. Aber ich denke mal, ein Hauptschulabschluss dürfte auch reichen. Wie lange dauert die Ausbildung? 3 Jahre. Danach kann man anschließend direkt einen Meister machen. Der dauert dann 1 Jahr. Wie hoch ist die Bezahlung bei der Ausbildung? Aber man verdient im ersten Lehrjahr knapp, ich glaube, 400 Euro, 450 Euro. Im zweiten sind wir bei 550 und im dritten bei 900 etwas. Also ausreichend. Was lernt man bei der Ausbildung? Man lernt verschiedene Dachabdichtungstechniken, Holzarbeiten, Metallarbeiten, quasi Dachentwässerungen. Neben mir steht jetzt der Michael Rattay vom ABZ St. Andreasberg. Wie sind Sie denn zu Ihrem Beruf gekommen? Ich habe vor über 30 Jahren das BGJ gemacht in Niedersachsen. Ich wollte einen Bauberuf erlernen und habe mich dann entschlossen, eine Dachdeckerlehre zu beginnen. Ich bin Dachdeckermeister und unterrichte jetzt hier Lehrlinge im Fassadenbereich. Bin hier Sicherheitsbeauftragter im Haus und kümmere mich auch um das Thema Arbeitssicherheit. Das heißt, ich gebe so Seminare und so weiter. Und was ist das Gefährliche an Ihrem Beruf? Ja, gefährlich ist die Höhe, ne? Andererseits muss man sagen, also gefährlich ist auch das Wetter. Im Winter ist es kalt draußen, Schnee und so weiter und im Sommer auch die Hitze. Das heißt, heute ist ja nicht ganz so warm, morgen soll es noch heißer werden. Wenn man dann bei 30 Grad draußen arbeiten muss, ist das, denke ich mal, nicht ohne. Und was ist an Dachdecker so interessant? Ich fand es ganz schön, draußen zu arbeiten, so mit einem Handwerk, geschickt war ich, denke ich mal. Und deshalb habe ich gesagt, den letzten Dachdeckerberuf. Dachdecker decken ja Dächer. Aber was sind denn noch andere Aufgaben? Also ich habe jahrelang in einem kleinen Betrieb gearbeitet und da haben wir eigentlich alles gemacht. So alles, was dazugehört. Holzbau gemauert, Schornsteine gemauert, Dachdecker, Sachen, Flachdach, Steildach und alles. Ich sage mal alles, was der Kunde wollte. Wie sieht es eigentlich mit den Frauen aus? Sind dort viele Frauen oder?
Also wir haben hier in St. Andreasberg so 400 Lehrlinge in einem Schuljahr und wir haben davon vielleicht so 10 Mädchen. 10 Mädchen? Ja, nicht mehr. Okay. Also eigentlich ist es auch kein Beruf für ein Mädchen. Es sei denn, die haben einen Betrieb zu Hause. Aber ansonsten ist ja auch, wie man so sieht, recht schwer die Arbeit. Endlich habe ich hier mal ein Mädchen gefunden. Linda, wie ist denn deine Arbeitswoche? Ja, also Montag und Dienstag haben wir immer Schule und dann Mittwoch bis Freitag bin ich halt im Bau. Morgens komme ich dann in die Firma, 7.30 Uhr, 8 Uhr werden wir eingeteilt und ja, dann habe ich meinen Gesellen und dann meist decken wir ein Dach ein oder löten Regenrinnen. Das ist immer eine unterschiedliche Arbeit. Meist haben wir auch große Reparaturen, Flachdach. Ja, und dann ist dann schon wieder Wochenende meist. Ja, und wenn ich hier bin in St. Andreasberg, zum Beispiel jetzt haben wir Steildach und ja, da üben wir Fassaden mit Schieferplatten oder dann halt auch das Eindecken von Dächern mit viel Handarbeit, eher weniger mit Flexmaschinen und sowas. Und wie ist das so, das einzige Mädchen zu sein? Es ist anstrengend. Also es kommen von Jungs oft Sprüche, aber man ignoriert es, man nimmt es auch mit Humor und mir war das vom Anfang an klar, dass sowas kommt. Wir haben heute sehr viel über das Dachdecken erfahren. Es gibt viele Tätigkeiten, die Dachdecker hier ausüben. Zu guter Letzt haben wir noch Harald Brechter und ich wollte ihn fragen, wieso sollte man diesen Beruf ausüben? Ja, also diesen Beruf sollte man ausüben. Das Erste, man müsste sich erstmal grundsätzlich über mehrere Berufsbilder ein Bild machen, sich ausreichend informieren, weil jeder sollte sich auch mal einen Kopf machen, was dieser Beruf, den man einmal erlernt hat, einen das ganze Leben lang begleiten würde. Und wenn ich nach 10 Jahren immer noch feststelle, dieser Beruf macht mir eigentlich keinen Spaß, dann habe ich im Vorfeld irgendwas verkehrt gemacht. So. Und ich habe es bis zum heutigen Tage nie bereut, so, weil der Beruf ist so vielseitig und wie ihr heute gesehen habt hier in der Schule, ihr habt es ja nur wirklich von Dachdecker von A bis Z erklärt bekommen. So. Und ich habe eure Begeisterung gesehen. Und kann nur sagen, wenn ihr schon begeistert davon seid, dann haben wir irgendwo alles richtig gemacht. Dann bedanke ich mich für das Interview und dass Sie uns das alles ermöglicht haben. Ja.